bei dir mich auch. Was macht der vor uns? Weil auf die linke Spur wechselst, ey. Ja, das liegt einfach daran, weil ich gerade die Zigarette angemacht habe. Ey, rauchen und Autofahren, ja, ja. Aber gern sowas. Fährst du voll oder bremst du ab? Ey, ich so gut zu dir hinter dir. Stimmt hier nicht. Wieso? Ich glaub, mein Bruder guckt wirklich ein Porno. Ja, ja, ich bremse jetzt ein bisschen ab, ne? Ja, ihr müsst mal meine Ping gucken. Jetzt. Ey, das ist ja nicht normal. Ich weiß nicht, wie sieht meine Ping eigentlich aktuell aus? Warte, ich sag's dir sofort. Also, 30. Ich hab, weil der. Die Kurve wird ein bisschen schärfer. Grundsätzlich 23 oder sowas? Du hast 32, Red Hair zockt hat 31 und Kiddiges hat ohne Scheiß 97. Wow, 166 grade. Da kommt jetzt eine Tankstelle. Ich würde sagen, wir tanken mal eben schnell da. Ah, wieso nicht? Wenn du sie anfahren darfst von der Seite, ja. Ob ich sie anfahren darf oder ob ich jetzt mache, sind zwei verschiedene Sachen. Effektiv kommt es aufs Gleiche raus. Okay. Oh, 1,22 €. Einmal voll machen, bitte. Oh ja, da sind wir auch voll. Alter, mein Ping, ne, das ist doch nicht normal. So, ich fahr raus. Ja, warte, ich muss auch voll machen. Ja. Ich sehe es gerade, ich sehe es gerade. Kiddiges, du leckst. Aber immer uns jetzt Spiel, immer dem Spiel die Schuld geben. Ja, ja, so haben wir. Schön, dass du einfach weiterfährst. Ich hab gesagt, ich tank auch voll, ne? Ja, aber ich bleib jetzt. Wir wollten alle tanken. Extra hier oben auf dem Straßenstück stehen. So, auf dem Strich. 351, ey. 874, ich bin gleich raus. Ich kann mich nicht bewegen. Also du hast jetzt gerade 156. Ja, hab ich auch drin. Ja, jetzt steht bei mir 44. Was hab ich eigentlich bei dir? Ich hab, du hast 24 Millisekunden. Ja, kommen die bei 23, mir schwankt 25? Es so zwischen 35, 41, 20 rum. Ja, bei mir hast du 27, witzigerweise. Ja, das kann aber auch hauptsächlich daran liegen, dass ich jetzt gerade ein wenig mehr Daten durch die Leitung schiebe. So, und weiter geht's. Ja, Moment, ist Red Hair fertig? Ja. Gott, ich bin noch nicht fertig, ich konnte noch nicht zur Tanke fahren. Was? Ich konnte einfach nicht fahren, ich konnte es einfach nicht. Okay. Also im Schleichgang. Ja, weil stehen bleiben geht auch nicht. Ja. Oh, Schleichgang. Alter, was ist bei dir Schleichgang, Kollege? Schleich ist Schritt. Ja, ich merk's grad, Alter. Du hast ein Gaspedal, ne? Da geht es etwas einfach zu dosieren. Eben. Das ist halt der Vorteil, wenn man mit Lenkrad fährt. Ja, wobei ich das mit dem Lenkrad, mit dem Lenkwinkel echt extrem gewinne. So, und da ist der David mit W. Los geht's weiter. Also, Blink funktioniert aus und Posten einfach wieder im Überholverbot überholen. Ja, aber lass uns jetzt mal ein bisschen, dass die beiden wieder anspringen, dass sie wieder ein bisschen aufschließen können. Red Hair zockt, sehe ich im Rückspiegel. David, direkt hinter ihm. Okay. 100 Meter, nicht ganz 100 Meter hinterher. Ja, dann könnte ich jetzt auch wieder drauf treten. Es geht übrigens immer schön geradeaus durch die schönen Landschaften hier. Schönen polnischen Landschaften. Jo, mit den schönen Sonnenblumen. Und warum geht das Spyro jetzt? Geht das Spyro im Sommer? Wegen der Kurve doch nicht etwa? Warum geht er jetzt auf die linke Spur, weil ich jetzt einfach vorbeifliegen darf? Genau das. Ah ja. Und der David überholt einfach Red Herzog.
Habe ich genau gesehen. Wir sind hier, wir kriegen das schon immer irgendwie wieder sortiert, auch wenn es nicht manchmal ganz legal ist, aber okay. Achte mal besser ein bisschen mehr auf mein Ping. Ein bisschen Spaß muss ja zwischendurch einfach erlaubt sein. Absolut. Absolut. Jetzt ist wieder ein Ping von 37, also zumindest bei mir. Hier sind es 41. Aber da liebe ich wirklich Unity Media für, weil mit Upload der Videofiles und der Veranbindung an den ETS 2 Multiplayer. Das ist. Oh, Scheiße! Rot, Scheiße! Es ist rot! Ihr meint, es hat mich jetzt auch gestört, oder was? Ah, übrigens, direkt nach der Dings kommt die Blitze. Ah ja, die du wahrscheinlich direkt ausgelöst hast im 30er-Bereich. Nein, natürlich nicht. Ich habe so weit runtergebremst, dass ich hier gerade mit 20 rumschleiche. Hm? Immer noch rot. Ja. Würde ich sonst stehen bleiben? Weiß ich nicht. Oh, bei dir weiß man nie. Guter Einwand. Ja, ich musste einfach ausweichen, ich wäre ihm sonst von hinten drauf gebügelt. Also das Ding hätte ich nicht mehr zum Stehen gekriegt. Ums Verrecken nicht. Ich kann noch 4155 Kilometer fahren. Mit Last 2200. Und geblitzt. Ich auch. Weil das eine 50er-Zone ist. 70. Oh, und ich sehe euch eine extra, ey. Vorsicht, da steht ein Krypte. Ja, komm, fahrt alle vorbei. Wir haben nur noch 126 Kilometer bis okay, zum Ziel. Okay, ist ja Vorfahren, alles klar. Danke! Ihr seid ja alle ohne Fahrt, ihr seid ja alle ohne Auflieger unterwegs, das heißt, ja, das bedeutet ja im Prinzip, ihr seid ja eh leichter und ihr kommt schneller auf Geschwindigkeit als ich. Ja, definitiv. Wer fährt nach vorne so geil Schlangenlinien? Ich. Okay, dann hat Red Hair mich reingelassen. Ja, Red Hair ist der Goldene. Mit dem Skin, sorry, ja. Bei mir laden einfach wieder, wie immer, keine Skins. Warum auch immer. Okay. Aber der hat ja kein Safe-Skin, sondern das ist ja normaler gelber Skin. Ja, deswegen wundert mich, dass er ja auch kittig ist und in diesem also schwulen, geht komischen... immer fröhlich geradeaus weiter. Grün, was eigentlich überhaupt nicht Volvo-typisch ist. Deswegen wundert mich, dass er immer so... Volvo in diesem komischen Mint-Grün siehst. Okay, also es geht jetzt Farbe. Übrigens gleich rechts weiter. Also eigentlich geradeaus, ja. Es geht eigentlich geradeaus weiter, ja. Aber am Ende der Straße wird es links weitergehen. Also nicht Richtung Bett, sondern die andere Richtung, ja? Genau. Gut. Richtung Warschau. Warschawa. Warschawa. Richtig? Naja. Ja, keine Polen. Nehmt euch. Okay, also da ist jetzt. Also ich nehme jetzt. Ich fahre jetzt bewusst langsamer, damit okay. Sich alle wieder einsortiert haben. Okay, jetzt sind auch alle wieder da. Und es sind nur noch 76 Kilometer. Da überholt er mich schon wieder. Ja, sicher! Jetzt sag mir nicht, ich bin nicht weit genug vorbeigefahren. Nee, bist du nicht. Alter, das ist so lol. Ohne Scheiß, das sieht im Spiegel aus, du bist safe vorbei und kannst rüberziehen. Das ist absolut lol an dem Spiel. Mhm. Sorry. Ich meine, ich soll's eigentlich wissen, weil Thorsten und ich, wir haben das schon mal ausprobiert. Ja. Da gibt es übrigens eine kleine. Da halten wir mal eben kurz, ja? Für die Nummer halten wir mal eben kurz. Da gibt es eine kleine
Eine kleine Regelkunde gibt es da. Und zwar, ich fahre jetzt an Spyro vorbei. Du sagst mir Bescheid, wenn fertig ist. Das Fernlicht ausmachen war mit B, ne? K. Mit K, wie Kernlicht. Jetzt bist du vorbei, genau. Du, okay. hast richtig eingelenkt jetzt, ja? Ja, ich habe jetzt instinktiv vorbeigelenkt. So. Wer kommt jetzt vorbei? Ediges. Okay. Jetzt achtet mal bitte. Reicht auch, aber als ganz knapp bei allen jetzt gewesen, so. Ne? Alter, bei mir waren 6 Meter lieber mindestens. Lieber Spyro. Nein, es waren 2 Meter. Lieber Spyro. Ja? Du überholst mich jetzt mal langsam und guckst mal bitte in deinen rechten Rückspiegel. Mach ich ja immer. Und zwar, wie gesagt, langsam. Ich hätte gesagt, ich bin jetzt bei Ankittiges vorbei. Und könnt drüber ziehen. Ja? Ja, stimmt das? Gibt. Ja. Gut. So habe ich auch gerade drüber gezogen, übrigens, ne? Wie gesagt, du fährst jetzt langsam vorbei, du guckst jetzt bitte in den rechten Außenspiegel. Ja, jetzt war. Stopp, jetzt bin ich vorbei. Ja? Passt! Ja, es wird. Kleine Regelkunde, es wird mit Lichthupe signalisiert, okay, ich bin vorbei, definitiv. Und du hast dich als Fahrer. Hab ich auch gesehen, dass du Lichthupe gegeben hast, ja. Ja, du hast dich als Fahrer dann auch. Das ist mit. Blinken zu. Mit Blinken hast du dich dann auch zu bedanken, dass du das Signal gesehen hast und auch akzeptiert hast, okay, danke, dass du mich vorbei. Danke, dass du mir gezeigt hast, okay, ich bin vorbeigekommen. Das ist nur so eine kleine Regelkunde, die auch offiziell. Danke. Die auch offiziell von Machern des Multiplayers auch angezeigt wird. Das wusste ich gar nicht zum Beispiel. Das ist zum Beispiel jetzt gut, da hat man noch nie drüber gesprochen. Mhm. So, das ist auch übrigens die offizielle Variante. Was heißt offiziell, ist es ja eigentlich nicht. Das ist die inoffizielle Bedankung auch auf der Autobahn. Wenn du jetzt irgendwie LKWs reinlässt, gibst du kurz Lichthupe, die bedanken sich dann halt über den Blinker kurz und dann ist alles gut. Ja, weil das ist eine Nummer, das kann jetzt zum Beispiel jetzt bei einer Langsamfahrt, ist es halt weniger ein Problem, das gut einzuschätzen. Ich war mir jetzt gerade tot sicher, weil ich war genauso weit weg, ja? Wie jetzt gerade bei der langsamen Vorbeifahrt, bei David, bei Kittiges halt zum Beispiel. Ja. Ich war totensicher, ich treffe ihn nicht. Okay. Ich war mir echt todsicher. Weil es waren genauso die 6-7 Meter, die du so im Rückspiegel dann siehst. Bitte linke Spur. Okay. Also ich dachte echt, ich wäre locker vorbei, weil er war schon relativ klein im Rückspiegel auch. Ich habe ja schon auch einen kleinen Tick länger gewartet, bin dann rübergezogen. Und kriegst halt die Beschwerde und das ist echt. Deswegen kann ich das auch verstehen mit dem Blinken. Oder mit der Lichthupe geben. Weil es kann echt dieser Scheiß sein, aufgrund der unterschiedlichen Pings, dass es für den einen schon weiter aussieht, als es für den anderen ist. Mhm. Und deswegen also, wie ist gesagt, das ist nicht kleine so Regelkunde. Wichtig. Ja. Nach der auch alle fahren hier. Fahren ich sollten. Hier, alle machen es ja auch nicht. Ja, ich weiß, aber wirklich, die Leute, die wirklich ernsthaft fahren, es geht jetzt übrigens gleich im Kreisverkehr jetzt die dritte Ausfahrt. Ja, sag mir Bescheid, wann du blinkst. Wann du bremst. Ja, ich fange schon an zu bremsen. Ich merk's gerade. Es gibt keinen Kreisverkehr. Es gibt nur eine Ampel. Und die wird gerade rot. Nein! Ja. Ich hab's gesehen. Er hat noch gesagt, es wird rot. Okay, nochmal danke. Na, also wie gesagt, das ist so eine kleine Regelkunde, die auch von den Offiziellen vom Multiplayer im Forum ist das wirklich kontrovers diskutiert worden. Oh, da läuft ein Mensch her. Ich bin reingefahren, verdammt. Nee. Ist jetzt eh egal. Ich würde sagen, so Red Hair hat mal eben fröhlich Spyro mitgenommen. So, die ist auch wirklich kontrovers im Forum diskutiert worden.
Und wenn man sich dann nicht dran hält und es knallt und es wird reportet, hast du ein Problem. Weil das ist regelwidrig, dann halt fahren. Ah, okay. Das wusste ich zum Beispiel mal gar nicht. Mhm. Wir also können übrigens auf der linken Spur bleiben. Ja, aber ich mach keinen Blinker aus. Entschuldigung.